Sie sind hier, 15. Januar 2019, 7.41 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Leon Dreiseitel traf für die Oilers gegen die Buffalo Sabres Urheberrecht Getty Images. Leon Dreiseitel und Tobias Rieder feiern mit den Edmonton Oilers einen Kantersieg und punkten dabei. Dominik Kahan kann die Pleite seiner Blackhawks nicht verhindern. Ein deutsches Eishockey-Trio um den kommenden All-Star Leon Dreiseitel hat am Montagabend in der NHL gepunktet. Dreiseitel, der für das Match der Besten aus dem Osten und Westen am 26. Januar nominiert wurde, setzte beim 7:2 der Edmonton Oilers gegen die Buffalo Sabres mit seinem 24. Saisontor den Schlusspunkt. Teamkollege Tobias Rieder erzielte mit 2 Assists sogar 2 Scorerpunkte. Anzeige, jetzt die neuesten NHL-Fanartikel kaufen. Hier geht es zum Shop. Zu seinem 7. Saisontreffer kam Dominik Kahan bei der 5:8 Niederlage seiner Chicago Blackhawks bei den New Jersey Devils. Der Olympiazweite von Pyeongchang traf zum zwischenzeitlichen 4:7, für Chicago war es die 4. Pleite in Folge. Punkt. Der 6-malige Meister belegt in der Western Conference lediglich Rang 14. 9. ist Edmonton nach dem 4. Sieg aus den letzten 11 Begegnungen. Service-Tabelle der NHL von Sportinformationsdienst.